Wunderschönen guten Abend. Wir wollen in DB bei der Programmierung mit der Shell etwas weitermachen. Und zwar sind wir bei den Kontrollstrukturen angelangt. Gell? Und dort haben wir gesagt, es gibt Alternativen, einfache und mehrfache Alternativen, genau wie auch in C oder in Java oder in Pascal. Gell? Es gibt Schleifen. Gell? Und diese Kontrollstrukturen, die Alternativen und die Schleifen, die funktionieren von der Semantik her ähnlich wie in einer uns bekannten Hochsprache. Gell? Es gibt dann einige Unterschiede, gell? Und die werden wir jetzt anschauen. Gell? Es gibt Break und Continue, wie in C oder in Java. Gell? Und es gibt kein Goto. Gell? Also niemand wird uns in Versuchung führen, ein Goto zu machen. Gell? Okay. Ein erster großer Unterschied, das haben wir schon gesagt, das sind die Bedingungen. Gell, die Bedingungen sind keine boolschen Ausdrücke wie in Pascal oder wie in Java. Gell? Oder keine numerischen, ganzzahlige numerische Ausdrücke wie in C. Gell? Okay? Sondern die Bedingungen sind Aufrufe. Und diese Aufrufe, die werden ausgewertet. Und zwar, was wird ausgewertet? Es wird der Rückgabewert, der Exit-Status des Programms, dann ausgewertet, gell? Also wenn ein Programm zurückkommt, gell, dann soll es etwas zurückgeben, gell? Wir haben gesagt, gell, also wenn wir die Main schreiben, gell, die soll immer ein Integer zurückgeben und kein Void, gell? Und das ist der Grund dafür, gell, damit man das auswerten kann, was zurückkommt, gell? Und ja, wenn 0 zurückkommt, dann ist alles gut gegangen und eine 0 als Rückgabewert entspricht dann dem boolschen Wert true, gell, also wahr. Und wenn etwas zurückkommt, was verschieden von 0 ist, gell, dann entspricht es oft einem Fehlerfall. Gell, und aus dem Fehlerfall kann man dann vielleicht auch etwas herauslesen. Gell, aber auf jeden Fall etwas, was verschieden von 0 ist und zurückkommt, das entspricht dann dem boolschen Wert false. Gell, also 0 entspricht dem True und verschieden von 0 entspricht dem False. Gell? Also genau verschieden zu jeder Logik, die wir bis jetzt betrachtet haben. Gell? Okay, also umgekehrt. 0 ist wahr, gell? Ist also der Fall, wo nichts passiert ist, alles gut gegangen, gell? Und verschieden von 0 ist eben ein Fehlerfall, gell? Und deswegen ist das dann False. Also haben Sie hier diese Logik so ausgelegt. Gell? Ja, und das berühmteste Programm ist wahrscheinlich das Test. Gell? Und das haben wir letztes Mal schon gesehen und da haben wir gesagt, können wir irgendwelche relationalen und boolschen Ausdrücke dann zusammenbauen. Wir können aber auch betriebssystemtypische Abfragen machen, gell? Also Existenz von Dateien, Verzeichnisse und. Gell? Also Dinge, die man eben in der Systemprogrammierung braucht. Gell? Ja, wie funktioniert Test? Gell? Es wertet Argumente aus, gell? Und gibt True, wahr zurück, das heißt, dann gibt es 0 zurück, wenn es wahr ist, gell? Und sonst gibt es eben etwas zurück, was verschieden von 0 ist, gell? Okay, wenn wir das mal probieren wollen, gell? Machen wir mal einen Test, gell? Jetzt wollen wir überprüfen, ob eine Datei oder ein Verzeichnis existiert, gell? Fragen wir mal Test, gell? Minus E existiert das Wurzelverzeichnis. Also wir haben keine Ausgabe, gell? Weil Test macht ja Rückgabewerte, die man dann auswerten kann, also machen wir Echo, Dollar, Fragezeichen und es kommt 0 zurück, gell? Also es existiert. Und wenn ich ihn aber nicht frage, ob dort oben was existiert, sondern ich frage ihn, ob das eine Datei ist, gell? Ist das eine Datei, dieser Slash? Und dann fragen wir uns und dann sagt er, nein, das ist keine Datei, gell? Sag er, wie bist du? Die Lehrer, gell, meinen das so gut. Das Wurzelverzeichnis eine Datei ist, gell? Natürlich ist das falsch, sag ich, gell? Okay, dann fragen wir, ist das ein Directory, gell? Und dann sagt er, richtig, das ist ein Directory, gell? Okay, also, wir können grundsätzlich die Existenz abfragen, ob es das Slash gibt, gell? Sag er, ja, gibt es schon grundsätzlich, gell? Und können dann fragen, bist du ein Directory? Und dann sagt er uns, ja, ist ein Directory, gell? Und sowas kann man dann benutzen, gell? Also das kann man dann in den Kontrollstrukturen benutzen, gell? Okay? Ja, was gibt es denn da noch? Logisch und relationale Argumente, gell? Und ja, das haben wir letztes Mal schon gemacht, gell? Man-Test, in der Man-Page sind diese verschiedenen Dinge drinnen, gell? Okay, also man kann also logisch
mit Boolscher Algebra das zusammenbauen, so wie er das in Telekommunikation, in der Digitaltechnik gemacht hat, gell? Also minus A für AND, gell? Minus O für OR, gell? Okay, wenn also ein Ausdruck AND ein anderer ist, gell? Dann hat man einen Aufruf und einen anderen Aufruf, gell? Und oder das oder, gell? Mhm. Gell? Oder die Negation. So, da kann man Zeichenketten dann eben abfragen, gell? Okay, und ja, auch vergleichen dann, gell, sind sie gleich, sind sie verschieden. Und man kann abfragen, gell, ob ganze Zahlen dann kann man in Bezug setzen. Gell, also EQ equal, gell, greater or equal, greater than, gell, also streng größer, größer oder gleich, gell, less or equal, kleiner. Oder gleich, less than, streng kleiner, gell, oder not equal, gell, also verschieden, gell. Also kann man eben Zahlen zueinander in Bezug setzen, relational, gell. Ja, und dann kann man dann fragen, gell, ob eben die Dateien, gell, zwei Hardlinks zueinander darstellen, wenn sie also die gleiche iNode haben, gell. Oder man kann fragen, ob die eine jünger ist als die andere, gell, newer than oder older than, gell, also man kann fragen, welche die Dateien, der Dateien eben die jüngere ist. Mhm. Schön, und dann kann man eben diese Abfragen machen auf die Dateien, auf die Existenz und was es ist, gell, und ja, da kann man auf Dateien, da gibt es so viele Dinge auf Dateien, gell, mhm. Und das alles ist Test, und das können wir dann in Kontrollstrukturen benutzen, gell, wie denn? Test. Und dann schreibt man den Ausdruck hin. Das ist eben klassischer Aufruf, das sind die Argumente für Test. Gell? Es gibt dann noch eine andere Schreibweise, und das ist das mit der eckigen Klammer auf. Eckige Klammer auf ist der Aufruf von Test. Mit einem ganz winzigen Unterschied. Die eckige Klammer müssen wir wieder schließen. Gell? Okay, also Test ist ein Programm. Eckige Klammer auf ist auch ein Programm, gell? Und zwar das Programm Test, mit dem Unterschied, dass es eckige Klammer zuverlangt, gell? Und wenn wir da mal fragen, wir mal, wo ist es dann? Where is Test? Ja, wo ist es denn? Ja? Unter USR bin, gehen wir mal schauen, gell? Also ls-l USR bin Test und USR bin, eckige Klammer auf. So, und da sind sie alle beide, gell? Okay, also es hat Distributionen gegeben, da ist eines ein Hardlink vom anderen gewesen und die haben im Programm drin abgefragt, wie es aufgerufen worden ist. Ist als Test aufgerufen worden oder als eckige Klammer auf, gell? Hier ist es nicht so, wir sehen, das sind zwei verschiedene Dateien, gell? Also wir haben da auch diesen Zähler, der ist auf 1, gell? Es gibt also keine Hardlinks darauf, gell? Also das ist auf jeden Fall Test als eckige Klammer auf, gell? Da werden wir dann ein Beispiel sehen. Okay, jo, Mahntest, das haben wir schon gemacht. Schauen wir weiter. Okay, einfache Alternative, das if. Und zwar, if, und da muss man eine Befehlsliste dann hinschreiben, gell? Also da kann man mehr als einen Aufruf hinschreiben, sehr oft ist eben ein Aufruf, gell? Aber einer, da muss schon sein, gell? So, und dann kommt's. Es kommt hier keine Blockbildung wie in C oder in Java, sondern es kommt das Schlüsselwort then, gell? Und das Schlüsselwort then, das führt dann ja, eine Befehlsliste ein. Also das, ja, nachher kommt eine Befehlsliste, gell? Und wann ist denn die zu Ende? Die ist entweder zu Ende, wenn wir zum Phi kommen, gell? Oder es ist zu Ende, wenn wir zum Else kommen, gell? Das Else, das muss es nicht geben, das kann es geben. Gell? Also das ist also gleich wie bei den uns bekannten Programmiersprachen. Gell? Also die bediente Ausführung, gell? Mit dem Then, das müssen wir schreiben, gell? Und dann Else können wir schreiben. Gell? Und diese Aufrufe da, die können mehrere Befehle sein und wir haben keine Blockbildung. Beziehungsweise die Blockbildung sind die Schlüsselwörter. Gell? Also Then, Else, und am Ende ein Phi, das das Ganze abschließt, gell? Also keine
geschwungenen Klammern oder kein Begin und End wie im Pascal-Teil, sondern eben denn, else und am Ende phi. Gell? Also if wird mit umgekehrt phi abgeschlossen. Okay, so schauen wir mal. Beispiel, also wenn, und jetzt kommt ein Aufruf, der Test von der Existenz vom Wurzelverzeichnis wahr ist, wenn also das Wurzelverzeichnis existiert, dann gibt er aus, ja, es existiert. Wenn es nicht existiert, dann gibt er aus, dass es nicht existiert. Gell? Okay. Also, das ist ein sehr simples Skript. Gell? Schreiben wir es mal da hinein. Gell? Also, if test minus e, das Wurzelverzeichnis, gell? Wenn es existiert, dann schreiben wir echo, das Wurzeln existiert. Mhm. Else, echo, so, das Wurzelverzeichnis existiert nicht. Und phi. Und wir sehen hier noch etwas, weil ich habe jetzt keine Datei gemacht, um das zu schreiben, das Programm. Ich schreibe das Programm auf der Befehlszeile. Gell? Und wenn ich jetzt da eine Kontrollstruktur öffne, dann wartet der, bis ich sie abschließe. Gell? Und wie ist jetzt der Abschluss? Wenn ich jetzt bestätige, dann wird es ausgeführt. Gell? So. Und was ist schon gemacht? Er ist hineingegangen, hat die Überprüfung gemacht. Aha, existiert. Gell? Zum Glück existiert. Gell? Und er sagt mir, das Wurzelverzeichnis existiert. Mhm. Super. Ich habe also ein Wurzelverzeichnis. Gell? Ja. Was könnte ich noch abfragen? Ich könnte, und das ist jetzt eine typische Abfrage, ich könnte die Anzahl der Argumente abfragen. Gell? Okay, das macht jetzt auf der Befehlszeile ein bisschen weniger Sinn. Gell? Also wenn wir dort ein kleines Skript schreiben, gell? Wie nennen wir es da? Arc C. So, und dann machen wir hier die Überprüfung. Gell? Also eigentlich müssten wir da hinschreiben, weil so. Also schiebe hinter, so, bin Bash schreiben wir, gell, okay. So, und wir überprüfen, wenn eckige Klammer und wichtig Leerzeichen, gell, ohne Leerzeichen funktioniert es nicht, gell. Wenn also die Anzahl der Argumente, was fragen wir ab, gleich 2 ist, minus equal 2, Leerzeichen und dann zu. Was machen wir dann? Denn können wir auch Strichpunkt und weiterschreiben oder wir gehen in die neue Zeile. Strichpunkt ist also ein solcher Trenner, gell? Okay. Also, Echo, dann gehen wir es aus, gell? Also dann sagen wir Echo, 2 Argumente, gell? Also, ja, ist jetzt zwar nicht sehr geistreich, gell? Aber Else, so, was machen wir Else? Ah, nicht Else. Elif, machen wir ein Else-If. Elif, so. Und die Abfrage, wenn die Anzahl der Argumente, also Dollar, Hashtag equal, also 3 war es, glaube ich, oder? Mal schauen, wenn das 3 ist, dann geben wir raus, dass es 3 ist, gell? Mhm. Also 3. Mhm. Denn Echo, sagen wir 3 Argumente, so, Else, Echo, ja, andere Anzahl, genau, mhm. Andere Anzahl von Argumenten, so, und ein Phi. Okay, ja, hier ist dann auch fertig, genau, ja, dann wollen wir das mal speichern und schließen, ausführbar machen, Change Mode 755 von mir aus, gell, Arc C, also führen wir es aus, Arc C, und da übergeben wir ihm ein Argument, dann sagt er, Syntaxfehler, aha, unerwartet Else, so, jetzt müssen wir schauen gehen, wo liegt denn der Fehler in Zeile 8 hat er. Hier erwartet er sich kein Else. Also wenn, dann Echo. Geht auf und zu, Else. Aha, hier ist der Fehler.
kein Doppelpunkt, sondern ein Strichpunkt. So. Kleiner Fehler, große Wirkung. Und vor allem, ja, die Meldung ist ein paar Zeilen später gekommen. So, also ein Argument ist verschieden von 2 und von 3. 2 Argument sind 2, 3 Argument sind 3, 4 Argument ist wieder eine andere Anzahl von Argumenten. Gell? Mhm. Okay. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu diesen Befehlslisten. Was könnten da alles Befehlslisten sein? Gell? Es kann eine Sequenz von Befehlen sein. Gell? Jetzt eine Sequenz von Befehlen, die starten if nach unten vielleicht, so nicht so einfach, gell? Aber wir könnten eines, ja, wir könnten es trennen durch Strichpunkt und ja, der letzte Aufruf wäre dann der, der uns sagt, welcher Exit-Code es ist. Gell? Wir könnten auch so einen Trenner machen, also das im Hintergrund ausführen. Gell? Aber das, was wir eigentlich am häufigsten verwenden, sind diese logischen Operatoren. Und zwar zweimal Ampersand, gell? Das ist logisch und zweimal dieses Zeichen für Byte, das ist dann ja, logisch oder, gell? Also, und das ist ganz genau das, was wir schon in der Programmierung haben und kennen oder wie ihr in der Digitaltechnik das verwendet habt, gell? Mit dem und kann man also Programme ausführen und das Ergebnis, gell, ist nur wahr, wenn immer wahr ist, gell? Und ja, oder, gell, das Ergebnis ist wahr, wenn irgendeines wahr ist. Und hier muss man jetzt aber auf eines aufpassen. Und zwar, das logische und führt so lange aus, gell, solange es wahr ist. Gell, solange es wahr ist, wird ausgeführt. Wenn irgendein Aufruf in dieser Liste falsch ist, dann unterbricht er und das Ergebnis ist falsch. Das heißt also, er führt nicht alle aus, er führt, sobald eines falsch ist, unterbricht er. Wenn ihr also erwartet, dass eine Liste von Aufrufen komplett ausgeführt wird, dann dürft ihr das nicht mit logisch und verknüpfen. Weil sobald der eines trifft, das falsch zurückliefert, also ein Exit-Code verschieden von 0, unterbricht er. Gell? Und ja, dazu verwendet man das dann auch oft, gell? Okay. Und bei oder ist das genau umgekehrt, gell? Also bei oder, der führt aus, bis er eines findet, das wahr ist, gell? Dann gibt er zurück, es ist wahr. Und wenn alle falsch sind, dann gibt er bis zum Ende, arbeitet er alle Befehle ab und gibt dann eben ein falsch zurück, gell? Okay. Also, hier ist genau umgekehrt, gell? Also er arbeitet, solange die Ergebnisse falsch sind. Und was wird man hier öfter brauchen? Gell? Also ganz ehrlich, brauchen tut man das mit dem logischen und. Das braucht man oft, weil dann kann man ein Zugele von Aufrufen machen. Gell? Und dieses Zugele von Aufrufen, das hilft mir. Gell? Das hilft mir, also das kann ich sogar verwenden, ohne eine Kontrollstruktur zu haben. Gell? Zum Beispiel, schaut mal, wenn ich wenn ich will jetzt mein System aktualisieren, dann muss ich zwei Sachen machen. Ich muss zuerst die Package-Quellen synchronisieren und dann die Aktualisierung machen. Also ich muss jetzt machen ein apt-update und anschließend, gell, muss ich das apt-upgrade oder apt-dist-upgrade machen, je nachdem, was ich bevorzuge. Aber das zweite darf ich nur machen, wenn das erste funktioniert hat. Also kann ich das zusammenhängen mit einem logischen und. Gell? Und dann apt dist upgrade. Was passiert denn hier? Der erste Aufruf, der wird gemacht. Liefert er wahr zurück, dann wird auch der zweite gemacht. Ist der erste hingegen falsch, gell? Weil er zum Beispiel kein Internet hat, er findet also die Package-Quellen nicht, also kann er sich auch nicht synchronisieren oder der Server dort ist down und ich bekomme keine Informationen, kann tausend Sachen können passieren, gell? Also warum das nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann liefert der falsch zurück und das Ergebnis kann nicht mehr wahr werden. Also dieses logische und wird unterbrochen. Er führt dann
wenn APT-Update falsch war, das APT-Dist-Upgrade überhaupt nicht aus. Gell? Und das ist dann eine feine Sache. Gell? Also das ist dann etwas, was mir automatisch den nächsten Befehl nur ausführt, wenn vorher alles in Ordnung war. Gell? Und das kann ich dann auch weiterbauen. Also ich kann hier noch andere Sachen ausführen. Ich könnte zum Beispiel noch hinschreiben, Error, fertig, gell? Macht zwar nicht viel Sinn, gell? Aber könnte ich machen. Gell? Okay. Also ich kann das so lang zusammenbauen, wie ich will. Und das kann ich auch in, als Bedingung in einer Kontrollstruktur verwenden. Gell? Mhm. Okay. Und das ist eben das, was man oft braucht. Gell? Das logische Oder. Ja, auch manchmal, gell, aber eben das logische Und, das ist das, was man oft braucht. Okay, ja, hier ist das erklärt, was wir gerade eben gesehen haben, gell, also der Rückgabewert, gell, aus der Befehlszeile, wenn man logisch Und oder logisch Oder macht, gell, ist dann entsprechend wahr, wenn eben bei logisch Und alle wahr sind, gell, oder bei Oder, wenn eben mindestens eines wahr ist, gell? Und die Ausführung, gell, wird nur so lange ausgeführt, gell, wie die Befehle eben ja, hier wahr sind, gell? Also 0 zurückliefern, gell? Und beim zweiten, wie sie ebenfalls sind, also nicht 0 zurückliefern, gell? So, das Case. Das Case, das ist jetzt die Mehrfachauswahl, gell? Und das ist jetzt eine Auswahl, gell? Und wie funktioniert denn das? Also Case, dann kommt ein Ausdruck. Gell? Und, ja, und dann kommt Schlüsselwort in. Und dann kommen solche Patterns. Und diese Patterns, gell, die können auch Alternativen beinhalten. Gell? Oder sie können auch einen Joker beinhalten. Gell? Also zum Beispiel ein Sternle oder so. Gell? Und, ja, und die Liste der Aufrufe hinter den Patterns, gell, die werden mit Strichpunkt, Strichpunkt abgeschlossen. Gell? Ja, und jetzt wollen wir das mal anschauen. Und zwar, da gibt es was. Ah ja, und am Ende ist ein ESAC. Gell? Okay, gehen wir mal eines anschauen. Und zwar unter etc init.de. Hier gibt es eine ganze Vielzahl von Skripts. Und diese Skripts steuern mir viele Dienste und viele Dinge im Rechner. Gell? Und wenn wir hier irgendeines mal anschauen, gell, dann können wir sehen, dass wir hier die mit Argumenten steuern können. Zum Beispiel, wir haben ja Postfix schon mal gesehen, gell, dass das installiert worden ist, wenn wir MUT verwendet haben. Gell? Also brauchen wir das Postfix und das gehen wir uns mal anschauen. Da dieses Postfix, das ist ein Mail-Server und mit diesem Skript hier unter etc.init.de, gell, kann man hier diesen Server steuern. Gell? Also hier haben wir jetzt lauter solcher Kommentare mit Erklärungen. Gell? Mhm. Und ja, hier werden ein paar Dinge vorbereitet. Hier sehen wir auch, gell? Also hier haben wir auch so ein logisches und zum Schluss ein Oder dann. Gell? Okay, und jetzt gehen wir da mal, da gehen Sie eine Funktion definieren. Gell? Noch eine Funktion da, gell? Okay, also lauter schöne Sachen. Und irgendwo steht ein Case, nicht dieses Case wollten wir. So, also, ich wollte das Case, das wollte ich, genau, Case von Argument 1, also das erste Argument, das ich übergebe. Und ja, und der fragt mal, wenn das erste Argument Start ist, gell, also ich kann einen Pattern angeben und dieser Pattern ist einfach ein Text, gell? Mhm. Wenn also jemand Start angibt, dann will er den Postfix starten, gell? Okay. Also ja, da wird der Login aufgerufen, gell? Mhm. Und dann geht's los, dann macht er hier ein paar Sachen, gell? Und dann am Ende kommt ein Strichpunkt, Strichpunkt. Dann kommt der nächste Abschnitt, die nächste Auswahl. Stopp. Gell? Also, wenn jemand Start aufruft, Postfix, Service Postfix Start, dann passiert das, Service Postfix Stopp, dann passiert das. Gell? Also herunterfahren. So, dann Restart. Gell? Restart sehen wir, aha, das ist Stopp und Start. Gell? Mhm. Okay, also, der geht einfach her, den Postfix
mit Stopp und den Postfix mit Start aufrufen. Okay, dann haben wir ein Force Reload oder Reload, gell? Das ist also, wird gleich behandelt, gell? Und zwar, was wird denn da passieren, gell? Also er geht hier die Konfigurationen neu laden. Das ist Reload eines Dienstes. So, und Status, das ist die Statusabfrage, wie es dem Dienst gerade geht, gell? Und jo, da gibt es noch Flush und Check und Abort, gell? Also da gibt es Dinge, gell? Und wenn alles andere nicht zutrifft, dass ich was anderes übergebe, dann sagt er, du, wart mal, so hast du das zu verwenden, gell? Okay? Ja, und dann ist Ende, gell? ESAC. Und das wollen wir jetzt mal probieren, gell? Machen wir mal ein. Steigen wir am Abseits weiter. Mhm, okay. So. Also Service, Postfix, Status. Gell? Mhm. Er sagt mir, aha, Postfix, der läuft, gell? Das ist schon mal fein zu wissen, gell? Er sagt mir auch, als was er da läuft, gell? Okay. Und ja, das darf ich machen als normaler Benutzer. Jetzt sage ich nochmal Service Postfix Stopp und dann sagt er mir, aha, der ist sogar nett, gell? Ja, geben wir es mal ein, bla bla bla, gell? Okay. So. Und jetzt hat er den Postfix angehalten, hat er gesagt, gell? Dann machen wir mal Service Postfix Status und er läuft nicht mehr, gell? Also inaktiv, dead, gell? Also er ist gestorben, sagen sie, gell? Mhm. Ich kann dann jetzt doch mal sagen, Start, gell? Nochmal bla bla bla, gell? So. Und Status und er läuft wieder, gell? Und jetzt könnt ihr dann sagen, Flush, gell? Okay, also, also ich bin nicht Super-User, jetzt habt ihr mich nicht gefragt, gell? Okay, und jetzt machen wir einen Blödsinn. Also Service, Postfix, bla bla bla. Dann sagt er mir, du Esel, du, gell? Also Postfix kann man nur mit einem dieser Argumente benutzen, gell? Und das war was denn? Das war der Stern in diesem Skript drinnen, gell? Okay, also Postfix, gehen wir ganz runter, das war's da, der Stern, gell? Das ist der Joker, gell? Den gibt es hier auch, gell? Mhm. Okay, ja, also das ist dann das Case, Mehrfachauswahl. Geil, okay. Ich kann also hier einfach die Zeichenketten angeben, ich kann ein Oder setzen und ich kann auch mit Joker arbeiten. Ich kann das Sternle machen zum Beispiel, geil. Oder auch Teilstring, Stern, geil. Mhm. Ja, vor. Jetzt wird es lustig. Vor, es gibt eine Vor, das so funktioniert wie in C oder Java. Aber das gibt es in der Bash. Das allgemeine For funktioniert anders. Das allgemeine For durchläuft eine Liste. Eine Liste von übergebenen Argumenten an das For. Gell? Also ich kann hier sowas machen. Gell? For. Dann habe ich typischerweise eben hier eine Laufvariable. Gell? In. Und dann kommt hier diese Liste, jetzt kann Zeichenkette sein, die ich hinschreibe, gell, oder Liste, gell, und dann kommt Schlüsselwort du, und dann kommen die Befehle, die ich dann eben ausführen will, und dann mit dann schließe ich das ab, gell. Okay, wenn ich das in-String nicht angebe, dann durchläuft das vor die Argumentenliste des Skripts. Und das ist dann auch manchmal fein, wenn ich die Argumenten alle verarbeiten muss, dann schreibe ich einfach vor, Variable, du, und dann mache ich es, gell, und dieses In-String lasse ich einfach weg, gell? Mhm. Okay, machen wir ein Beispiel. Okay, for i in Tester, du, dann gebe ich es auch dann, gell? Machen wir mal. Also, for i in 1, dann 2, 3, das nehme ich zusammen, 4, du, Echo, Dollar, I, dann, gell? Was wird denn passieren? 4 Durchläufe, 3 Durchläufe. Ja, probieren wir es mal.
Okay, wir erwarten drei Durchläufe, gell? Weil 2 und 3 hat zwar ein Leerzeichen drinnen, gell? Aber es wird zusammengehalten, das ist eine Zeichenkette und das ist das zweite Argument. Gell? Okay, also zuerst ist vor 1, dann wird vor 2, 3 und dann wird vor 4. Gell? Also vor durchläuft diese angegebene Liste. Und das dann ist oft ganz fein. Gell, aber wenn man so Dateinamen so hat, gell, und in Dateinamen drinnen hat man Leerzeichen, dann hat man ein Problem. Gell? Okay. Kann man es nicht einfach so angeben, die Dateinamen, wenn in Dateinamen Leerzeichen sind, weil dann interpretiert er die falsch. Gell? Also das. So, weil. Ja, das weil. Das weil. Ja, geht also diese Schleife so lange ausführen, solange der Wahrheitswert hier eben true ist, solange also diese Befehlsliste ein Exit 0 zurückliefert. Gell? Ja, und das da braucht man schon manchmal. Gell? Ich muss ehrlich sagen, öfter braucht man vielleicht das vor, aber das weil hat schon auch so seine Berechtigung. Gell? Also wird so lange ausgeführt, wie Befehlsliste 1 eben das Ergebnis 0 zurückgibt. Gell? Also das ist von der Logik her ganz genau gleich wie in C oder in Java oder in Pascal. Gell? Okay, das ist die While-Schleife. Gell? Okay, also nichts Neues. So, until. Until. Und jetzt muss man aufpassen. Die until, die gibt es auch in Pascal. Aber in Pascal ist sie eine fußgesteuerte Schleife. In Pascal ist die Abfrage am Ende der Schleife, hier nicht, hier ist sie am Anfang. Worin liegt der Unterschied? Das ist eine kopfgesteuerte Schleife mit negierter Logik. Und zwar, sie wird nicht ausgeführt, solange die Befehlsliste wahr zurückliefert, sondern sie wird ausgeführt, solange die Befehlsliste ein Ergebnis verschieden von 0 zurückliefert, solange also das, der Rückgabewert des entscheidenden Aufrufes in der Befehlsliste, weil normal haben wir ja nur einen Aufruf, gell? Okay, solange also dieser verschieden von 0 ist, gell? Also solange der falsch ist, gell? Also haben wir ganz genau die negierte Logik, das ist das Until. Keine Do-While wie in C oder in Java, gell? Sondern eine kopfgesteuerte Schleife mit negierter Logik, das ist das Until. Gell? Braucht man es oft? Ja, manchmal nicht so oft, gell? Also, die häufigste Schleife ist vielleicht die Vorschleife, die Weilschleife, die braucht man auch oft, gell? Und die Anti, die gibt es halt auch, gell? Ja, also, hier sind ein paar Links, gell? Okay, und was wir jetzt machen und in den nächsten Stunden, wir werden programmieren, wir werden Shell-Skripts schreiben, gell? Und ja, diese Shell-Skripts, die sind im Moodle drinnen, gell, gehen wir das mal aufmachen, die ersten Skripts. Okay. Bearbeitung ist eingeschaltet, gehen wir zu den Betriebssystemen, gell. Und dort haben wir die Übungen zu Shell-Skripts und die machen wir jetzt sichtbar, gell. Und jetzt gehen wir Shell-Skripts schreiben, gell. Also die geht es hier schreiben, kommentieren und im Heft dann auch aufschreiben, warum ihr das gemacht habt, gell? Oder im Skript kommentieren, gell? So dass man sieht, was ihr gemacht habt und warum ihr das gemacht habt, gell? Okay? Und ja, das lesen wir uns dann gleich durch.